Hallo und herzlich willkommen zu diesem Jurassic World Evolution 2 Video, in dem ich mal mit euch über das Update 5 sprechen möchte, was ja auch am 8.12. gleichzeitig mit dem neuen DLC rauskommt, allerdings kostenlos für alle Spieler. Und von diesem Update sind auch schon einige Sachen bekannt und die möchte ich euch in diesem Video einmal kurz mitteilen, was das so ist. Wir bekommen 5 neue Karten für den Herausforderungsmodus. Und zwar sind das die Karten aus der DFW-Kampagne. Das heißt einmal Arizona Breakout. Washington State Wreckage. Pennsylvania Headquarters. Oregon Aviary. Und California Photography. Und gerade die letzte, die ich euch gerade genannt habe, klingt super interessant, weil diese ist wohl eine Fotografie-Herausforderung. Da bin ich dann mal gespannt, was da so die Aufgaben sein werden. Das klingt super, super cool, dass man vielleicht mit dem Jeep viel rumfährt, viele Dinosaurier-Fotos machen muss in bestimmten Positionen, bestimmte Arten und während die bestimmte Sachen und sowas machen. Finde ich mega, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Außerdem ist es auch so, dass die Herausforderungsbedingungen von Level zu Level variieren. Da ist es dann zum Beispiel so, dass man in einem Herausforderungslevel Beruhigungsmittel-Upgrades durchführen muss, um dann, das muss man dann erforschen im Forschungszentrum, damit man zum Beispiel Dinosaurier mit einer Sicherheitsstufe von 2 oder höher betäuben kann. Oder es gibt zum Beispiel auch die Variante, dass Dinosaurier psychologische Traumata haben. Da muss man halt Wissenschaftler einstellen mit der Eigenschaft Psychologie. Und dann können nur diese Wissenschaftler die Dinosaurier heilen. Und wir haben auch noch ein drittes Beispiel bekommen. Nämlich gibt es Einstellungsbedingungen für Mitarbeiter. Das heißt, man muss, um bestimmte Mitarbeiter einstellen zu können, irgendwelche Voraussetzungen oder sowas erfüllen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das sein wird, aber klingt auch interessant. Also es geht alles in ganz verschiedene Richtungen. Und ich glaube, dann wird auch der Herausforderungsmodus noch wesentlich spannender werden. Und ich denke mal, ist auch ganz cool dann, die 5 Karten aus der DFW-Kampagne auch mal im Herausforderungsmodus zu spielen. Und dann haben wir als nächsten Punkt neue Verhaltensweisen für winzige Dinosaurier. Denn es können jetzt Gruppenangriffe von dem Moros intrepidus ausgeführt werden und auch von dem Compsognathus. Und zwar nicht auf andere Dinosaurier, sondern auf Gäste und Ziegen. Klingt mega, mega spannend. Ich bin da echt auf die Animation gespannt, wie das dann aussieht. Beim Compi stelle ich mir es dann bei so einem Menschen so ein bisschen vor, wie im Jurassic Park 2 Film. Da haben die ja auch ganz gerne mal gemeinsam dann Menschen angegriffen. Freue ich mich schon mega drauf. Und bei dem Moros kann ich mir halt noch nichts wirklich vorstellen, weil ich halt noch nicht viel zu dem gesehen habe. Der ist ja auch jetzt ganz neu. Durch das neue DLC kommt er dann ja ins Spiel. Außerdem wurde die Navigationslogik von winzigen Dinosauriern auch überarbeitet. Dazu zählen unter anderem der Lystrosaurus, der Oviraptor, der Moros, Intrepidus und der Compsognathus. Diese laufen nämlich jetzt um das Wasser herum, anstatt da durchzulaufen. Das war auch immer so ein bisschen unlogisch, weil die werden dann ja eigentlich ertrunken, weil das Wasser halt viel zu tief ist. Und jetzt gehen sie halt um Wasserquellen und sowas drumherum. Außerdem haben die auch noch ein neues Kollisionsverhalten bekommen. Die kollidieren jetzt nicht mehr mit Besuchern oder mit Fahrzeugen. Das heißt, man kann jetzt nicht mehr von einem kleinen Kompi aus Versehen weggerammt werden. Es gibt auch noch einige User-Interface-Änderungen. Zum Beispiel ist es jetzt so, wenn man einen Dino transportiert, dann sieht man die Umrisse der Territorien und Dinosaurier dieser Art. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Torosaurus betäube und dann in diesem Transportieren-Tool gerade bin, dann sehe ich halt die Artgenossen und halt auch die Territorien. Dann kann ich halt genau gucken, aus dieser Sicht, wo platziere ich den jetzt hin, um den halt dann zum Beispiel einer Herde hinzuzufügen. Und es gibt auch ein neues Symbol über den Dinosauriern, die der jeweilige Dinosaurier, den man halt gerade in diesem Transporttool ausgewählt hat, die der mag, die der nicht mag und den er neutral gegenübergestellt ist. Dann nochmal so als Beispiel der Torosaurus, der verträgt sich zum Beispiel mit dem Gallimimus, der würde dann halt als mag angezeigt werden sozusagen, dass er den halt mag. Und dann kann man halt auch direkt von oben sehen, in das Gehege kann ich den packen, die verstehen sich dann gemeinsam. Und wenn man jetzt das Alpha-Tier einer Gruppe auswählt, dann wird der Rest auch hervorgehoben, also die restlichen Tiere von dieser Gruppe, damit man halt sehen kann, wie viele von der Art schon im Gehege sind.
Es gibt auch noch ein neues Symbol zum Betäuben, wenn man ein Ranger-Team steuert oder eine neue Aufgabe dem Ranger-Team zuteilt. Ist halt auch nur so eine Kleinigkeit, ist halt nur ein neues kleines Icon. Und man bekommt jetzt auch frühere Kampfbenachrichtigungen. Das heißt, wenn sich zwei Dinosaurier nicht vertragen oder gerade irgendwas nicht in Ordnung ist und die sich gleich prügeln wollen, wird es ein bisschen eher mitgeteilt, damit man da vielleicht noch eingreifen kann und das Ganze verhindern kann. Wenn eine Parktour durch einen Sturm außer Betrieb ist, wird das jetzt auch als zusätzliche Benachrichtigung eingeblendet. Das war anscheinend vorher auch noch nicht der Fall. Wusste ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Aber liegt vielleicht daran, dass ich immer viel im Sandkastenmodus und so spiele. Da kriegt man das immer nicht so mit. Und dann gibt es natürlich auch wieder die sogenannten Quality of Life Changes. Das sind die Sachen, die das Spielen halt so ein bisschen angenehmer machen. Da haben wir unter anderem jetzt Tourfahrzeuge, die dann selbstständig die Dinosaurier anhupen, sobald diese denen halt den Weg versperren. Das gilt auch für schlafende Dinosaurier. Die reagieren dann auch, wachen auf und sollten dann hoffentlich zur Seite gehen, damit halt nicht mehr diese langen Staus und sowas entstehen. Also da handeln dann die NPCs, die halt diese Tourfahrzeuge fahren, dann auch mal ein bisschen selber. Außerdem verfällt das Territorium langsamer, wenn sich innerhalb dieses Territoriums Futterstellen befinden. Das heißt, der Dinosaurier hat dann eine höhere Chance, nicht diese Futterstelle zu verlieren, sondern die noch im Territorium zu behalten, wenn er sie wirklich benötigt. Und wir bekommen sogar jeweils 12 neue Körperfarben und 7 neue Muster für 4 verschiedene Dinosaurier. Varianten sind das sogar, also von anderen DLCs vorher. Da haben wir nämlich einmal den Kentrosaurus von 2015 aus dem Camp Kreidezeit DLC. Und als nächstes haben wir den Uranosaurus 2015 aus dem Camp Kreidezeit DLC. Dann haben wir den Dreadnoctus 2022 aus dem Dominion Biosyn DLC. Und auch den Giganotosaurus 2022 aus dem Dominion Biosyn DLC. Gerade bei dem bin ich sehr gespannt, wie das dann aussieht, wenn man den auch noch so ein bisschen einfärben kann, den Skin. Für die Konsolenspieler, um genau zu sein für die PS4-Spieler, die jetzt auf eine PS5 wechseln, habe ich auch noch eine gute Nachricht. Nämlich kann man jetzt von der PS4 seine Spielstände zur PS5 rüber importieren. Das heißt, die Parks, die man dann damals auf der PS4 gebaut hat, kann man dann rüberbringen auf die PS5 und dort dann ganz normal weiterbauen. Aber Leute, das war noch nicht alles, denn es werden auch noch weitere Sachen durch das Update 5 in das Spiel kommen. Allerdings werden wir die erst halt mit den Patch Notes, die dann, wenn es rauskommt, veröffentlicht werden, werden wir dann, die dann erst genau wissen, was das alles ist. Da werde ich dann nochmal ein Video zu machen. Also abonniert gerne den Kanal. Und falls euch dieses Video gut gefallen haben sollte, dann würde ich mich auch über ein Like freuen. Schreibt gerne mal eure Meinung zu diesem Update 5 in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.